Einen schönen guten Morgen auf der Mein Schiff 3. Wir haben heute Dienstag, den 15. September 2015. Es ist 4.47 Uhr. Wir liegen im Hafen von Piräus. Oder wir machen jetzt am Kai fest. Der Lotse kam mit einer halbstündigen Verspätung. Wir haben draußen 22,7 Grad und eine Windstärke von 3 Beaufort. Und so sieht es draußen aus. Wir liegen ganz vorne an, gerade an der Einfahrt vom Hafen. Haben wir da ganz hinten angelegt, wo die Kirche ist. So mal ein bisschen ran. Unsere Anlegestelle. Zum Heck hin liegt die Alexander 5. Eine ist um den Poller. Jetzt auch die zweite Leine abholen. Dort kommt die Behörde, um das Schriftliche zu machen. Dann wird das Schiff freigegeben und wir können an 5 Uhr. Wir liegen am Terminal B am Kai. Im Hafen von Piräus. Das ist im Hafen von Piräus um 7.20 Uhr aus. Die Sonne ist drin aufgegangen um 7.04 Uhr. In den Bergen ist die Sonne schon. Heute ist ja eine große Warenanlieferung für mein Schiff 3. Sonnenaufgang hinter den Bergen. 30 Frühstücken im Ankermannsplatz. Die Backstube. Unser Ausblick vom Frühstückstisch zur Hafeneinfahrt. Ich filme halt nochmal das Frühstücksbuffet. Die gesunde Ecke. Kids Buffet. Auch manche Große gehen am Kids Buffet. Kalte Milch und Schokolade oder Kakao. Leider 10, wir haben gefrühstückt und jetzt geht's zur City von Piräus. Die Balkone gereinigt, Türen sind schon alle auf, man kann jetzt lang durchgehen. Der junge Mann ist schon am Arbeiten. 15.30 Uhr, wir sind wieder an Deck der Mein Schiff 3. Drüben sind wir gelaufen, ging zur City. 16.25 Uhr.
der Pool. Nochmal ein Blick ins Hallenbad um 18 Uhr. Heute lagen noch zwei Kreuzfahrtschiffe im Hafen. Norwegen La Jade und eine Costa. Nochmal ein Blick auf Piräus. Um 16.50 Uhr bin mal in Gosch. Heute in der Arena. Mal eine kleine Runde auf Deck 5, ein Außenrundgang. Das ist Steuerbord Richtung Steuerstelle von der Brücke. Finden sich auch alle Tenderboote und Rettungsboote, auch auf der Bordseite. Rumlaufen kann ich nicht, das ist gesperrt. Auf der Backbordseite ist es nicht gesperrt. Der Bugspitze. Die Backbordseite Richtung Heck. Wieder Richtung Bug, auch noch immer auf der Bank. Der Champagner-Treff. Außengastronomie vom Surf und Turf. Shuffleboard. Das Fernsehteam. Das ist Richard. Die Diamantbar, Deck 5, durchgehend geöffnet. Wir sind jetzt in der Schaubar. Die Treppe ins Mediterran und Eurasia Restaurant.
mal das Armani. Das Kochduell statt. Die letzten Vorbereitungen werden getroffen. Fühlt sich die Arena. Die überschaubar. Auf Deck 14. Und Paninis zubereiten. Die ersten sind schon am Warten im Abendbuffet. Können es gar nicht abwarten. Tischbuffet. Walter kann es gar nicht abwarten. Wir langen schon zu um 17.45 Uhr. Eckensalat, Nudeln, Schinkensalat, Kartoffelsalat und so weiter. Das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Chinakohl, Sojasprossen, alles für den Wok. Rinderfiletstreifen, Thunfischwürfel, Hähnchenstreifen. Das gleiche auf der anderen Seite. Chips und Fisch, Hering in Tomatensauce, sämtliche Gewürze und nochmal Salat, Ei, rote Bohnen, Gemüse, Lachsfilet, grüner Bohnen, grünes Bohnengemüse. Essen gleich frisch aus dem Ofen, die Lammkeule. Nochmal ein kleiner Rundblick. Der Chef überprüft es all. Vom Kids Club haben heute gemeinsames Abendessen. Heute gibt es das gute Bauernbrot mit Leber. 18.50 Uhr. Wir legen ab. Wir legen noch nicht ab, das war die Costa, die an uns vorbeifährt, an der Backbordseite. Das war doch unser Typhoon. Wir verlassen Piräus. Und auf geht's nach Mykonos. Nochmal den Terminal B. Ich sag jetzt auf Wiedersehen, Piräus. Auf Italienisch Arrivederci und auf Spanisch Adios. Griechisch weiß ich nicht. Im Hafenbecken gedreht und jetzt geht's los. Der Lotse geht gleich wieder an Bord, verlässt die mein Schiff rein. Ein letzter Blick auf Piräus.
achten auf die Jubilare. Wir sind in der Café Lounge, Wirtschaft Kleilermann. Hallo und einen wunderschönen guten Nachmittag. Herzlich willkommen hier hinten an einem der schönsten Plätzchen, die dieses Schiff zu bieten hat. Herzlich willkommen in der... Und da frage ich mal so ein paar Zeiten ab. Keine Sorge, meine Damen, ich werde nicht genau nach Ihrem Alter. Laut, Hurier rufen und Arm hoch, wenn ich das nicht sehen sollte. Zwischen 20 und 30. Jawohl, einmal. So, dann kommt... Zwei... 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, boah, viele. Jetzt bin ich gespannt, sehe ich nicht. Sehen Sie? Darf ich fragen, wie alt Sie werden? 72 war ich. 72, noch nicht, das ist unhöflich. Aber was wir gerne wollen, ist, dass wir alle einmal gemeinsam auf alle Geburtstagskinder dieser Reise anstoßen. Das würde ich gerne mit Ihnen jetzt machen. Und Josef, unser Pianist, wird dazu auch ein kleines Happy Birthday spielen. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, allen Geburtstagskindern, alles, alles Gute, viele, viele Jahre, Gesundheit und alles, was man sich wünscht dazu. Herzlichen Glückwunsch. Zum Wohl, Maus. Zum Wohl. Oh, oh. Moment. Und Respekt, Respekt. Nun könnte man ja meinen, dann wird es besser. Nee, dann muss man nochmal 25 Jahre draufpacken. Das nächste, was man dann feiert, ist die Goldene Hochzeit. September 50 Jahre. Auch genau 50 Jahre am 11. September. Toll. So, wo hatten wir es noch? Nein, mit 50 Jahre. Ist jemand von Ihnen länger alt? Wo sein? Auf die Hochzeitspaare. Jetzt muss ich fragen, das mache ich heute ganz gerne, weil ich weiß, wir haben auch noch einen. Genau, und was ich besonders schön finde, ist, dass Sie aus Holland haben hier bei uns auf diesem schönen Schiff. 15 Jahre. Guck, das ist schön. Do you do? They really say.
einen kleinen Gewinnabschnitt abgegeben. Haben Sie. Das ist gut. Dann bitte ich jetzt meine liebe Kollegin, die Jeanette, zu mir auf die Bühne. Sie ist unsere Spa-Managerin, meine Damen und Herren. Und sie hat das Objekt der Begierde dabei, nämlich einen Gutschein. Ich darf den nochmal ausziehen. Das ist ein Gutschein über 23,458 Wohlfühlminuten im Spa. Eine Wohlfühlmassage, meine Damen und Herren. Und wir haben hier alle ihre Lose drin und du darfst jetzt ziehen. Das ist einfach. Kabine 9115. Da hinten lacht man schon. Komm, hol sie mal ab. Geburtstag hätten sie jetzt gesagt, Hochzeitstag hätten sie zwei Gutscheine bekommen. Jetzt haben sie Geburtstag gesagt, jetzt darf ich ihnen nur einen geben, offiziell. Weil mein Chef ist hier. Frau Schmidt, Sie dürfen sich gerne oben beim Spa-Bereich melden, dort einen Termin ausmachen und natürlich viel Spaß damit. Vielen Dank. Dankeschön, herzlichen Glückwunsch. Managerin, Hotelmanager, Spa-Manager und Generalmanager habe ich bereits erwähnt. Meine Damen und Herren, und jetzt gibt es leckere Torte. Egal, was Sie feiern, viel, viel Spaß, herzlichen Glückwunsch, alles, alles Gute. Und jetzt heißt es dann gleich guten Appetit bei der Torte. Einen wunderschönen Abend noch und vielen Dank. Dann wünsche ich guten Appetit. Dankeschön. Vorspeise heute, Schwarzwälder Kirsch. Der Silberhochzeitstisch, der Geburtstagstisch. Ja, Donnerstag. Enden und jetzt unsere Jubilarfeier und wir müssen noch zum Abendessen. Heute Atlantic Classic. Wir sind heute im Atlantic Classic Restaurant zum Abendessen. Es ist 20.25 Uhr. Ja.